Hallo und herzlich willkommen bei Zufallsgefechten in World of Warships mit Yashiro. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann hauen wir direkt noch einen hinterher. Ja, Untraceable. Danke und ja, viel Spaß auch dir noch. Und schön, dass du hier warst. So, gucken wir mal. So, bis jetzt haben wir 9 Schlachtschiffe, 4 Kreuzer, 2 Zerstörer zusammen. Gucken, was noch so geht. Kommt. Ja, wie gesagt, ich hatte den Captain von der König Albert runtergenommen und habe den auf die Kaiser gesetzt. Da fehlt jetzt eigentlich nicht mehr viel. Nach einem Gefecht jetzt müsste der eingewiesen sein. Und dann sollte da auch ein ganz klein bisschen mehr Performance sein. Zumindest vom Schiff aus. Von mir aus? Schauen wir mal. Wir werden sehen. Auf jeden Fall fehlt ein Flugzeugträger dabei sein, wie ich das sehe. 2 Flugzeugträger sind schon da. Das heißt, auf jeder Seite wird schon mal mindestens einer sein. Schlachtschiffe dominieren im Moment. Mal 5 Schlachtschiffe pro Seite. Flugzeugträger sind übel, können übel sein, wenn man damit umgehen kann. Oh, das sieht schon mal aus nach 2 Flugzeugträgern und 6 Schlachtschiffen. Ach doch nicht. Flugzeugträger sind nicht hiermit beigewürfelt worden. Gut. Schön. Schöne Aufteilung. Was sagt der Auftrag? Oh. Klasse Szenario. Gut, ja, Bereich A würde ich sagen, ne? Laufen wir an. Die Schlacht beginnt. Ab geht die Post. Okay, dann gucken wir mal, was sich da zwischen den Inseln gleich so tummelt. Tauschen Teilenhunde.
Da sind ja wieder nett, nett im Chat hier. Und bleiben mal so ein bisschen auf Distanz. Das kann nicht schaden. So, der brutzelt schon mal ein bisschen vor sich hin. Achso, der dreht ab. Der dreht ab. Er dreht ab. Mal gucken, wohin er abdreht. Fährt er gegen die Insel? Hätte was. Oh, ich hätte jetzt eine Wette drauf abgeschlossen, dass der vor die Insel rauscht. Verdammt. Wieder die Beschleunigung unterschätzt. Aber der ist ja auch 15 Kilometer entfernt. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Blickst. So, wo komme ich denn von hier aus noch dran? 11,9, das ist doch schon mal gut. Da können wir volle Unterstützung geben. Der brennt noch vor sich hin. Sehr schön. Das heißt, der ist jetzt gleich Geschichte. Jo, ist er. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Was? Warum? Jetzt sind wir doch gar nicht hier. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir darüber kommen. Bisschen was auf den Grund schicken. Oh. Oh, verflixt. Gegnerischen Zerstörer entdeckt, habe ich doch gerade gehört. Da hinten. Och.
Sehr weit hinten, ja. So, dann fahren wir jetzt mal mehr oder weniger mitten rein. Führen wir auf die andere Seite. So. Und jetzt. Der schon weg. Sehr schön. So, der nächste wäre 11,9, 14,2. Da hinten komme ich schon dran. Das ist gut. Gemacht. Blendet sich da. Okay. Dann lass ihn das mal machen. Na manch. So, da verschwinde ich jetzt erstmal hinter der Insel. Da hinten werden meine Kollegen versenken und ich kümmere mich jetzt um den da. Oh, der kriegt Hilfe. Der kriegt Hilfe, verdammt. Bin ich jetzt gar nicht mal so gut. Kommt denn da zur Hilfe? Alter.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr geschichtsträchtiges. Das heißt mit anderen Worten, ich bin Geschichte. Für dieses Gefecht. Versuchen wir mal hinter die Insel zu kommen hier. Noch ein bisschen aus der Affäre ziehen hier, aber ich glaube, nee, das wird nichts mehr. Das Feuer erledigt jetzt den Rest. Bumm. Na, noch nicht? Jetzt. So, aber der Captain dürfte jetzt eingewiesen sein. So, dass wir das Gefecht verloren haben, dürfte klar sein. Nicht. Ah ja, der ist ja noch nicht aus dem Gefecht raus, stimmt. Der Kahn ist noch nicht aus dem Gefecht raus, das ist richtig. Aber jetzt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye bye.